Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Biohof im LS22. Der Raps ist im Boden. Yippie! Das heißt, da das Pferd ja auch nicht wirklich, oder die beiden Pferde, wirklich versorgt werden müssen, beziehungsweise die Kühe haben ja auch genug Futter, werden wir in den nächsten Ingame-Tag gehen. Denn im nächsten Monat können wir ja nochmal Getreide auspflanzen. Einpflanzen, so rum. Und deswegen den Steiger können wir eigentlich direkt hier lassen, ne? Felder sind ja soweit vorbereitet. Aber die Maschine absenken. Und schlafen gehen, ne? Mehr haben wir ja nicht wirklich zu tun. Lohnaufträge sind auch nicht mehr. Können wir eigentlich direkt schlafen gehen. So, bis 8 Uhr, bis 8 Uhr. Bis 8 Uhr ist doch gar nicht mal so schlecht. Gucken, was der nächste Tag bringt. Jo. Kreditzinsen, Gebäudeeinnahmen. Gleicht sich doch aus, hätte ich gesagt. Dann können wir. Gibt es. Oh, es gibt ja neue Lohnaufträge. Gut, dreimal düngen. Ist okay, machen wir. Werden wir machen. Und dann können wir auch endlich das Getreide in den Boden bringen, ne? Yep. Weizen oder Gerste? Oder Weizen und Gerste? Ich bin dafür Weizen und Gerste. So. Denn. Aha. Dann kommt das gute Reh. Da lief ja einmal schnell über den Hof. Dann pflanzen wir auf einem Feld Weizen an. Da ist der Weizen. Ah! Häng ich fest. Ich weiß jetzt gar nicht mehr auf was. Egal. Pflanzen hier vorne Weizen an, dann ist gut. So. Wenn ihr euch fragt, wo der neue Kontostand herkommt, das kommt von unserer Windkraftanlage. Ne? Da haben wir ja auch noch einen kleinen Kredit, den wir abbezahlen müssen. Aber so, dann möchte ich einmal kurz gucken, was gibt's Neues beim Händler. Ja, die Ballenpresse, aber. Nee, wir haben den Ladewagen, das reicht eigentlich. Traktor, Frontlader. Nee. Nö, dann zahlen wir lieber ein bisschen Kredit ab, ne? Na, zahlen wir da mal 20.000 ab. Sind die schon mal weg? So, dann holen wir den Ferguson. Mit dem können wir jetzt düngen fahren. Die drei Felder, das dauert ja nicht allzu lange. Da ist unser neuer Düngerstreuer. Bisschen Dünger ist auch noch drin, aber ich würde lieber noch mal einen Sack kaufen. Da, wo möchtest du hin oder weißt du das noch nicht? Ah doch, er weiß es. So, einmal ab zum Händler. Und dann gucken wir gleich, welche Felder wir düngen müssen. Dass hier wenig Verkehr drauf ist. Müssen wir nicht so genau schauen. Ja, da kommt was, aber wir sind schneller.
natürlich jetzt auch noch nicht. Dünger, Dünger, Dünger. Ich glaube, das ist das Saatgut. Ja, gut, dann kaufen wir nochmal einen Beutel Dünger. Da ist der gute Dünger. Da ist der gute Dünger. So, ein Büdel Dünger. Zu welchem Feld müssen wir denn jetzt? 10, 11 und 13. Das ist ja gleich hier in der Nähe. Da hoffe ich mal, dass wir jetzt genug Dünger haben. Schauen wir gleich mal. Ah, ich fahre hier hoch. Ah. Hihi. Ja, der will auch abbiegen. Wir auch. Ist das das Feld schon? Jawohl. Hier ist schon die 10. So, können wir auch eben selber... Oder wollen wir einen Kurs machen? Dann können wir einen Kurs machen. CP wird zwar nicht allzu lange dauern, ist aber nicht schlimm. So, erster Wegpunkt, viel Spaß. Und du hast hier eine Bahn ausgelassen. Soll ich dich fragen, warum, oder soll ich es lieber lassen? Ah, du bist ja ein Kaote. Oder bist du ein Kojote? Mein Kleiner und ich habe gestern Wild-E Coyote geguckt, von daher habe ich das noch drin. Kannte er vorher noch gar nicht. Pferde sollten wir heute auch wieder ausreiten. Können wir gleich mal gucken, was das gebracht hat. Erstmal kommt der wieder in die nächste Spur. So. Viel Erfolg. Kannst du uns ja noch mal ein Stück mitnehmen, damit wir nicht so weit laufen müssen. Wir können auch noch mal 5000 in den Kredit zurückzahlen, ne? So. Ertragsbonus 50%, okay. Schauen wir mal, was die Pferde. Gut, Heustroh, diese Gesundheit ist auf 62, Geschlechtsreife 4, tägliches Reiten 0, Fitness auf 25. Tja, da müssen wir beide wohl nochmal ausreiten, ne? Aber erst nach den Düngermissionen. Das werden wir dann wahrscheinlich eher in der nächsten Folge machen. Erstmal ist Düngen angesagt und aussehen, damit das Getreide reinkommt. Wie geht's unseren Kühen? Den dürfte es noch gut gehen, oder? Ja, Mischration haben wir noch genug. 1000 Liter Milch haben wir schon. Das ist super. Den Schafen geht's auch super. Braucht man kein Wasser, kein gar nichts. Da könnten wir aber auch mal kurz hingucken. Vor allen Dingen auch das Gewächshaus. 18.500 Liter Wasser noch. Das ist okay. Wir haben die ersten Erdbeeren. Wir haben die ersten Erdbeeren. Wir haben die ersten Erdbeeren. Erdbeeren. Cool. Ja, verkaufen würde ich die jetzt noch nicht. Da würde ich noch warten, bis hier noch ein paar mehr Paletten produziert sind. Na, ihr Schäfchen. Ja. Schmeckt das gut? Milch würde ich jetzt auch noch nicht verkaufen. Das lohnt sich. So kleine Mengen, finde ich. Tut mir leid, das lohnt sich nicht. Feld 10 ist fertig. Dann machen wir doch gleich Feld 11.
Jetzt ist auch noch einmal hoch und runter, das können wir selber machen. Jetzt haben wir gleich nichts mehr zu tun. So. Schmeiße ich den Kurs mal raus, gebe die Mission ab. Wieder 1500 Euro verdient. Ist ja nicht allzu schlecht. Beziehungsweise ist sogar richtig gut. Umso schneller können wir uns vielleicht das nächste Feld kaufen, beziehungsweise die nächste Wiese. Oder. So. Neuen Traktor. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde erstmal in Felder bzw. Wiesen investieren, bevor wir uns was anderes kaufen. Vor allen Dingen, da wir die ja sowieso ein Jahr lang brach liegen lassen wollen. Dann würde ich erstmal da rein investieren. So. Dürfen wir auch gleich schon fertig sein, ne? Ja, ich fahre hier ein bisschen kreuz und quer, aber läuft schon. Habe ich eigentlich die Düngerbreite eigentlich? Nö. Ja, haben wir nicht. So. Den teuren Kunstdünger. Wenn wir genug Gülle haben, dann düngen wir lieber damit. Oder müssen wir ja sowieso, habe ich ja gesagt. Aber das ist dann ne? Angenehmer, wirtschaftlicher, wie man es auch immer nennen möchte. So, Feld 11 ist auch erledigt. Wieder 1100 Euro verdient. Da haben wir den Mineraldüngerbeutel auf jeden Fall schon wieder drin. Fahren wir jetzt zu Feld 13. Nimm die Düngermission noch mit. Nochmal 5000 Euro Kredit zurück. Also bevor wir uns überhaupt irgendwas kaufen, kommt erstmal der Kredit wieder weg. Das sind ja noch ein paar Tausender. ...720, um genau zu sein. Und danach können wir ohne Sorge kräftig investieren. So, Feld 13 ist anscheinend ein bisschen tückisch. Mit dem Fluss hier. Da kann ich auch wieder einen Kurs erstellen, ne? 13. Da. Wunderbar, erster Wegpunkt, viel Spaß. Oh, halbe Felder schon angesiedelt oder ein bisschen mehr als die Hälfte. Ist doch gar nicht mal so übel. Das läuft doch richtig gut. Das läuft auch. So. Unseren Tieren geht es ja so weit. Gut, dann können wir einmal. Ja, können wir einmal zum Fermenter. Ne, da habe ich auch keinen Punkt. Haha, falsches Menü. Nee, den Anhänger wollen wir nicht. Ja, den Fermenter können wir besuchen. So, 26.000 Liter Silage. Wow. Würde ich aber ganz gerne noch erstmal behalten. Können wir aber ausstellen. Bevor uns das wieder zu viel kostet. Die Produktion ist nämlich durch. Denn deaktivieren wir das wieder. Da haben wir erstmal genug, um Mischrationen herzustellen.
unser Misthaufen. 703 Liter Mist. Aha. Gülle, 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 Gülle. Sieht man hier gar nicht. Doch, jetzt. 1703 Liter Gülle. Es geht langsam voran, aber es geht voran, ne? Ist ja auch gar nicht so schlecht. Was sagt denn unsere Wiese? Oder unsere beiden Wiesen? Viel interessanter. Wir haben ja zwei Stück. Die sind aber noch nicht wieder erntereif. Schade. Die Wiese kostet nur 15.000. Ha. Naja. Naja, naja, naja. Erstmal den Kredit wieder loswerden. So, dann würde ich sagen, das war's wieder von unserem Biohof. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Beziehungsweise einen wunderschönen Sonntagabend. Und dann sehen wir uns am Montag wieder zu neuen Folgen, wenn ihr mögt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Und dann können wir ja, denke ich mal, schon in die Gerste gehen und mit den Pferden ausreiten. Ich wünsche euch was. Bis denne.